Hallo und ein herzliches Willkommen zurück. Wir wollten Leinen holen. Wir gucken mal, dass wir da irgendwas kriegen. Denn Leine bedeutet Essen. Und Essen bedeutet kein Hunger mehr. Schlaf will ich nicht. Das will ich eigentlich auch gar nicht. Wir haben mal Bögen. Na, das ist doch mal hervorragend. Können wir dann in der nächsten Nacht, denke ich, gleich mal benutzen. Denn wir werden auf jeden Fall noch weiter jagen müssen. Die könnten wir doch auch mal einpflanzen hier. Zack. Haben wir auch schon irgendwo eine Kartoffel oder nur eine Karotte? Ne, nur eine Karotte. Aber immerhin schon mal Karotten, ne? Ach so, Holz natürlich muss ich ja mitnehmen. Eichenholz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stacks. Brauchen tun wir, glaube ich, 10. Ja gut, das macht ja nichts. Das können wir ja ruckzuck machen. Wir müssen uns hier ja sowieso Platz schaffen. Müssen wir sowieso die ganzen Bäume hier nach und nach wegmachen. Von dem her passt das doch. Wir sollten dann auch noch mal ein bisschen Hecken dann auf jeden Fall machen für die Mauer, um die weiterzumachen. Aber wie gesagt, alles nach und nach. Erstmal die Hühner, damit wir was zu essen bekommen. Und damit wir Hilfe bekommen, dass wir nicht mehr so alleine sind hier. Ach, hier ist wieder nur der Stamm stehen geblieben. Den müssen wir dann leider immer so per Hand abhacken. So. Gucken wir gleich mal, wie viel wir jetzt haben. Den Stack noch voll. Dann sollten wir genug haben für eine Leine. Dann können wir zumindest schon mal ein Tier... Oh, Mäuschen, doch nicht immer auf den Bäumen sitzen. Können wir zumindest schon mal ein Tier hierher schaffen. Na, den kriegen wir, glaube ich, noch weg. Ja, den können wir auch noch wegmachen hier. Huch, da noch mehr. Mensch, da rechnet man bei einer Birke gar nicht mit, dass der so hoch ist. Okay. Na, noch nicht ganz. Also ein bisschen was brauchen wir noch? Haben wir eigentlich schon Äpfel gekriegt? Ich glaube nicht, ne? Nö. Wollen die Bäume wieder keine Äpfel mehr fallen lassen? So. Okay. Ah, da ist ein Apfel. Aber wenn wir ein Hühnchen haben, sollte das sich eigentlich dann auch relativ schnell erledigt haben. Das müssen wir halt nur auf den Trichter setzen irgendwie erstmal. Damit wir alle Eier einsammeln können. So. Okay, also das sollte jetzt, denke ich, reichen. Nein, es reicht immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Man hat so das Gefühl, man kloppt da so viel ab, aber irgendwie kommt da nicht wirklich was bei rum. Es sind ja auch nur kleine Bäume. So, aber jetzt haben wir gleich die 10 auf jeden Fall voll. Oh. So, jetzt sind sie voll. Können ja auch Birkenholz mitnehmen noch. Haben wir da auch schon wieder ein paar Smaragde, wobei wir das auch erstmal alles sammeln können. So, dann machen wir uns mal auf den Weg zum Markt. Wie spät haben wir es? Das reicht noch. Lecker Äpfel. Okay, Mensch, also Mäuse haben wir wirklich ohne Ende. Das können wir da auch anpflanzen.
Hallo, ich möchte gerne was kaufen. Ich möchte erstmal gerne was eintauschen. Wer kauft denn Holz? Du kaufst Holz. So, dann gib mal her hier alles, was du hast. So. Ne? Dankeschön. Und jetzt möchte ich gerne eine Leine. So. Vielen Dank. Und tschüss. Hier sind auch überall Mäuse. So. Wir haben eine Leine. Huch, Autschen. So, dann besorgen wir uns das Huhn. Aber erst machen wir dem ein Zuhause. Für einen Huhn zu Hause brauchen wir Holz. So, Holz haben wir. Und Eisen haben wir auch. Haben wir eigentlich noch Wolle? Nee. Aber wir haben eine Schere. Da will ich gar nicht hin. Moment, wir machen das jetzt hier mal. So. Eine Kiste. Und ein Trichter. So. Dann buddeln wir hier ein Loch. Wo packen wir das Hühnchen denn hin? Machen wir es erstmal hier hin. Das arme Viech. Setzen wir einfach auf einen Trichter. Machen da jetzt Holz, einen Zaun umzu. Klein. Moment, Moment. Ich muss erst überlegen. Das war. So war Zaun. Genau. Okay. So. Das arme Huhn. Das ist nicht so toll. Aber es ist ja nur vorübergehend. Nur vorübergehend, bis wir einen halbwegs anständigen Stall bauen können. Und bis wir ein paar Eier haben. Dann machen wir das Ganze größer. So. Huhn war da hinten irgendwo übers Wasser. Und Schafe waren da irgendwo in die Richtung. Können wir uns eigentlich demnächst mal auch welche holen. Ich würde jetzt gerne ein bisschen Wolle mitnehmen. Deine hätte ich noch gerne und deine hätte ich noch gerne. Dankeschön, das reicht schon. So, Hühnchen, Hühnchen. Wo bist du? Da bist du, da wo ich dich zurückgelassen habe. Komm. Put, 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 put. Komm, ich bin nett zu dir. Ich setze dich in ein Mini-Gehege auf einen Trichter. Das ist doch toll. Ich fütter dich auch. Vielleicht. Komm. Nein, ich baue dir dann wirklich einen großen Stall irgendwann. Ich hoffe ja recht bald, dass unser Haus dann fertig ist, dass wir da mit den Ställen anfangen können. So, komm. Ich brauche jetzt erstmal Eier. Eier, um zu überleben. Und Eier, um mir einen Freund zu holen. So. Hühnchen. Ja, das war wohl nix. Ich würde da auch nicht reingehen wollen. Komm. Komm her. Na los. Wie gesagt, ich würde das auch nicht wollen. So auf einem Trichter hocken. So, okay. Wir haben unser erstes Huhn. Das heißt, wir werden hoffentlich recht bald, ja, recht bald hoffentlich Eier haben. Und dann können wir uns nämlich das erste Haustier anschaffen. Jetzt gehen wir erstmal wieder auf Monsterjagd. Ein bisschen was färben können wir ja schon. Gucken, ob wir überhaupt genug Ton haben. Na, da.
Und Pfeile, da habe ich den Bogen. Okay. Also auf jeden Fall müssen wir uns auch noch mal ein bisschen Lehm besorgen. Ach, das war falsch rum. So rum. Aber da können wir jetzt erstmal den aus unserem See nehmen. Hier können wir abernten, dass neue wachsen können. So. Jetzt habe ich nur noch ein Gammelfleisch und sonst nichts mehr zu essen. Schwert. Oh, da hinten ist ein Skelett. Ich kann das auch, guckst du? Und Knochen getroppt, sehr schön. Okay. Nee, Enderfurz wollen wir überhaupt nicht uns mit anlegen. Wir gucken mal hier in die Richtung. Spinne. Okay. Nicht wirklich was. Das sind echt wenig Monster hier, das muss man ja mal sagen. Oh, dich habe ich nicht gesehen. So, und da haben wir wieder Skelett. So, umso mehr Knochen wir haben, umso mehr können wir ja auch ja, färben und auch Getreide wachsen lassen. Dann können wir uns nämlich Brote machen. Was ja auch nicht verkehrt ist. Creeper. Nein! Oh, und ich muss jetzt hier erstmal wieder alles reparieren. Das ist doch nicht toll. Das war überhaupt nicht. Jetzt sind da wieder die ganzen Mäuse drin und man kann das Loch nicht stopfen. Naja, macht nichts. Das reicht schon so. Das ist okay. Nur so ein bisschen. Gibt's hier noch irgendwo Monster? Da hinten? Ah, da ist wieder ein Skelett. Ein Creeper und Spinnen. Erstmal weg. Bei so vielen Creepern erstmal weg, sonst machen die mir tatsächlich noch alles kaputt. So, okay, dann gucken wir noch mal in die Richtung. Hallo, Monsters. Ich hätte gerne ein paar Monsters. Ich kann nicht mehr schnell laufen. Mal was essen hier. Hallo. Keiner da, echt. Das gibt's doch nicht, dass das so wenig sind. Ich meine, okay. Das ist ja eigentlich ganz nett, wenn das so wenig Monster sind. Aber nicht, wenn man sie braucht. Hallo? Kuckuck. Monster? Echt nix, ne? Da ist so fast gar nichts. Ja, da unten. Ein Zombie, aber den können wir lassen. Gehen wir nochmal zurück. Hoffen wir mal, dass da noch wieder irgendwas gespawnt ist. Ja, vier Knochen haben wir jetzt. Das ist ja schon ein bisschen. Da ist. Nein, Zombie.
Da ist wieder so ein Psycho-Zombie. Da ist ein Creeper. Der ist ins Loch gefallen. Das ist ein Creeper-Loch. Da gehören Creeper rein. Okay, ja. Aber irgendwie ist Skelette mal wieder so null. Da! Da ist eins. Yay. Da ist noch eins. Das hatte sogar einen Knochen dabei. Jetzt haben wir sechs. Sechs Knochen, das ist schon mal ein bisschen. Damit kommen wir schon ein Stück weit. War hier nicht gerade ein Zombie? Ach da. Ja. Jetzt wird es auch fast schon wieder hell. Und wir brauchen erstmal was zu essen. Da ist noch ein Zombie. Gibst du mir bitte was zu essen? Danke. Nee, doch nicht. Okay. Was mache ich denn jetzt? Die sind noch nicht fertig, ne? Nee. So, jetzt sind die fertig. Dann können wir da nämlich welche rausnehmen. Ich weiß gar nicht, was Karotten uns bringen, wenn wir die essen. Ich probiere das mal. Ich glaube aber nur einen oder sowas. Ja, nur einen. Das ist jetzt ja nicht so mega viel, ne? Aber als Snack reichen die dann ja auch. Gut, packen wir hier mal hin. So, dann haben wir Zuckerrohr auf jeden Fall schon mal genug hier stehen. Das weg. So, sind in der Zwischenzeit noch mal ein paar Monster aufgetaucht. Ein paar Skelette. Es ist wirklich wenig. Wirklich, wirklich wenig Monster. Dafür, dass die Karte noch auf keinem Server ist, finde ich, ist das wirklich extrem wenig an Monster. Vielleicht liegt das an den vielen Tieren, dass einfach ja, die Spawnrate voll ist oder so. Keine Ahnung. An irgendwas muss es ja liegen, dass das so wenig sind. Das ist ja wirklich nix. Okay, jetzt wird es auch hell, also hat sich das jetzt erstmal erledigt, denke ich. Das war's dann. Jetzt müssen wir einfach demnächst nochmal in die Höhle und da nochmal nach Zombies suchen. Wir haben jetzt da sowieso erstmal kein Lehm mehr, was wir hier färben könnten. Packen das mal aus hier. Das und das und das auch erstmal. Haben wir da noch irgendwas Essbares? Ich muss mal gucken, hat das Hühnchen jetzt schon mal ein Ei gelegt? Oh, guck mal, Hühnchen, du bist ja nicht mal alleine mehr. Ein Ei! Yay! Dann können wir uns einen Kürbiskuchen machen. Ja klar, mit Knochenmehl. Nein, nein, mit Zucker, nicht mit Knochenmehl. Zucker. Also, das. Zucker und ein Ei. Dann haben wir einen Kürbiskuchen. Yam, yam, yam. Und Kürbiskuchen machen wir uns dann, wenn wir das nächste Mal in die Höhle gehen. Also jetzt warten wir mal, ob das Huhn uns noch ein paar Eier beschert. Es ist jetzt ja natürlich ein bisschen wenig mit nur einem Huhn. Da gibt es noch nicht so viele Eier. Aber ein paar wird es geben nach und nach. Ja, der Part ist schon wieder zu Ende. Mensch, das geht immer ruckzuck, das merke ich gar nicht. Okay, dann würde ich sagen, machen wir doch im nächsten weiter. Also bis denn. Ciao, ciao.